denk zurück an Rio, als ich den Sam da mit Michi Jung gesehen habe, wie er da in seinem Alter da durchgesprungen ist und mit welcher Leichtigkeit, ja, da kriegt man Gänsehaut und ja, bei manchen besonderen Pferden, das catcht einen irgendwie einfach. Dafür kann ich mich halt begeistern für tolle Pferde, ob das jetzt Dressurpferde, Springpferde, Fahrpferde, Vielseitigkeitspferde, einfach tolle Pferde, finde ich, das macht einem mit meinem irgendwie was und das ist halt das Schönste für mich überhaupt. Ich bin jetzt nicht streng gläubig, aber es ist schon so ein bisschen ein Geschenk Gottes, dass er das halt wirklich so für mich macht. Das wünscht man eigentlich jedem halt, das halt einmal gespürt zu haben, wenn ein Pferd halt so für einen kämpft. Am liebsten würde ich gerne ein günstiges Fohlen kaufen, aufziehen, teuer verkaufen, noch weiter bei mir im Britt behalten, ausbilden und dann mit dem Einzelgold irgendwo gewinnen. Das wäre natürlich der Traum. St. Georg. St. Georg, der Pferdepodcast. Hallo, ich bin Jan Tönjes, ich bin Chefredakteur vom St. Georg und ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf auf dem Gestüt Erlenhof in Bad Homburg bei Sönke Rothenberger. Hallo Sönke. Hallo, schön, dass ihr da seid. Sönke, wir haben gerade schon deinen, na, du hast ja mehrere Zukunftsstars, aber du hast einen Superstar in the coming oder wie sagt man? Also wir reden von Fendi. Wir haben uns vor fast genau einem Jahr schon einmal über Fendi auch in einem Podcast unterhalten. Beschreib einfach mal den Weg, den er seitdem gegangen ist. Also Fendi kam bei uns Anfang fünfjährig in den Stall und seitdem ja, hat er eigentlich eine beispielhafte Karriere hingelegt, also wenig Starts, aber viele Siege und viele Top-Platzierungen und er macht jeden Tag Spaß zu arbeiten. Der hat seinen eigenen Charakter, was ich sehr positiv finde und ist ein Kämpfer und der macht eigentlich Spaß. Und jetzt natürlich die Krönung war erst Louis-Dor-Preis, das Finale in Frankfurt letztes Jahr oder Ende letzten Jahres, dass er das gewinnen konnte, mit Rekordpunktzahl sogar. Und dann jetzt natürlich bei den Senioren jetzt in Hagen auch direkt 4 Sterne Grand Prix und Spezial gewonnen. Das freut mich natürlich besonders. Und da gab es sogar schon die erste 10 im Protokoll, beziehungsweise also auf Grand Prix-Niveau. Vielleicht hat er vorher auch schon 10 gehabt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir das Protokoll nicht nochmal angeschaut, aber ich habe mir die Prüfung natürlich noch mehrmals angeschaut. Aber das freut mich natürlich, dass andere Leute ihn auch so toll finden, wie ich finde. Ja, es war die Passage auf der Mittellinie. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn der passagiert? Also ich meine, du hast ja schon auf vielen tollen passagierenden Pferden gesessen, so ist ja nicht. Ja, also das Gefühl ist halt einfach bei ihm, dass er halt wirklich für einen kämpft und dass er wirklich, wenn er halt ja auch reingeht, der auch trotz seiner Unerfahrenheit, dass er vielleicht noch nicht hier und da wirklich weiß, was dann kommt, aber dass er halt immer scheinbar noch ein paar PS extra hat, dass er nochmal ein Turbo zünden kann und das halt eben auch auf dieser letzten Mittellinie genau, aber auch im Spezial zum Beispiel, es war sein erster Spezial, dass er halt dann auch diese Übergänge an der kurzen Seite und so halt sofort, man muss sich halt eigentlich nur aufrichten und halt wirklich, also bei ihm ist halt wirklich, ich denke halt immer, man darf ihn eigentlich nicht stören, man muss ihn machen lassen und dann zieht er halt immer mehr und das ist halt einfach ein tolles Gefühl und dafür macht man es halt auch, dass die Pferde halt wirklich mit einem zusammen halt wirklich arbeiten und auch kämpfen eben. Und das finde ich halt, ja, ist ein tolles Gefühl, unbeschreibliches Gefühl. Und das wünscht man eigentlich jedem halt, das halt einmal gespürt zu haben, wenn ein Pferd halt so für einen kämpft. Ja. Also was mich beeindruckt ist, dass der ja auch wirklich zum Beispiel in der Piaffe, eine andere seiner vielen tollen Lektionen, dass der wirklich auch klassisch piaffiert. Also dass der sich wirklich sofort absenkt. Man hat den Eindruck, du richtest dich minimal weiter auf und sofort ist der hinten eine halbe Etage tiefer, wie sich's gehört und aktiv und fußdiagonal. Wann erkennt man so ein Piaffe-Talent? Man hat bei ihm halt schon gemerkt, beim Ausprobieren damals Anfang fünfjährig, dass es ein Pferd ist mit ganz vielen unterschiedlichen Gängen im Trab, im Galopp, aber auch im Schritt, dass er sich klein machen kann, dass er sich groß machen kann. Das für mich halt schon sind halt die ersten Anzeichen dafür, dass ein Pferd halt viel Talent hat, um sich arbeiten zu lassen und auch einfach ja beweglich im Körper ist. Gut, und dann letztendlich wirklich erkennen tut man es wahrscheinlich, wenn man spielerisch anfängt, so ein bisschen Handarbeit zu machen. Wir arbeiten schon lange mit Andreas Hausberger zusammen und da merkt man dann halt schon, dass dieses Pferd halt sehr, sehr beweglich ist und sehr gerne sich halt hinten trägt, aber hat wahrscheinlich auch viel mit dem Fundament zu tun, dass das Pferd halt wirklich auch einen kräftigen Rücken hat und richtig kräftigen Po dahinter hat, wo er sich halt richtig tragen kann und halten kann. Und
also wirklich merken tut man es erst, wenn man es wirklich auch mal so spielerisch halt antestet und wenn er sofort dann halt, wenn man ihn nur leicht berührt, halt so links, rechts, hinten springt, sag ich mal, von einem Bein zum anderen und ja, dann macht das halt schon Spaß, ja. Gucken wir ein bisschen weiter nach vorne im Kalender. Da kommen die deutschen Meisterschaften, Balve. Er ist ja noch ein relativ junges Pferd, aber die Deutschen sind schon festgesetzt. Ja, also die deutschen Meisterschaften, die stehen bei uns im Kalender. Ist ein sehr junges Pferd und das ist halt auch die Kunst, meiner Meinung nach, um dann halt auch dem Pferd halt auch in der Saison seine Pausen zu gönnen und so. Ich meine, er ist erst 9 Jahre alt und er soll da noch lange Spaß dran haben und lange mit Motivation aufs Turnier fahren und das toll finden und auch wirklich abwechslungsreich das Leben gestalten. Also jetzt zum Beispiel nach Hagen hat er jetzt immer noch, ist er halt im Urlaubsmodus. Wir gehen viel ausreiten, einfach im Schritt, am langen Zügel, soweit es geht, wenn er nicht zu frisch wird. Einfach immer zwischendrin auch wieder die Seele baumeln lassen, halt konditionell probiert man ihn schon halt irgendwie auf der Höhe zu halten, aber halt wirklich auch viel für den Geist zu machen, dass das Pferd halt auch einfach Spaß dran hat und ihn auch wirklich so sein lassen, wie er ist, wenn er mal einen Bocksprung macht, wenn er mal Kopf schlägt oder so, dass er halt auch wirklich ja nicht dafür irgendwie das abgestraft wird, sondern ihn halt einfach, ich sag mehr oder weniger ignorieren. Man möchte natürlich auch nicht, dass er noch größere Sprünge macht und noch mehr Sprünge macht, aber das Pferd einfach Pferd sein lassen und dann halt kurz vor den wichtigen Turnieren oder was heißt kurz, ja langsam wieder aufbauen, dass er halt dann auch wieder schon in Arbeitsmodus kommt und halt auch wieder die Lektion halt auch wieder abspult dann, ja. Also Lektion abspult, das hat er getan in Hagen, zweifelsohne, wobei abspulen klingt ja so ein bisschen, er hat sie zelebriert, eigentlich ja, jede einzelne Lektion, das sage ich jetzt mal als neutraler Berichterstatter oder Beobachter. Wenn du jetzt nach Balve fährst. Wir haben ja in der Dressur momentan in Deutschland so ein bisschen so einen Umbruch. Wir haben das gesehen in der Besetzung letztes Jahr in Herning mit der Mannschaft, dass das im Vorfeld ein bisschen schwierig war. Es sind ältere Pferde, die raus sind aus dem Sport. Es kommen neue und es kommt natürlich auch ein Fendi. Ja, und wie gesagt, 9 Jahre jung. Guckst du jetzt auch schon auf die Europameisterschaft oder ist das jetzt nicht so ein Thema? Ja, ich habe das halt schon mal betont. Natürlich ist mein Traum mit so einem Pferd, also das war eigentlich von Anfang an, wenn man gemerkt hat, die Qualität, die in so einem Pferd drinsteckt, ist natürlich, da bin ich auch ganz offen, ist natürlich der Traum von Paris halt da und da denkt man jeden Tag dran und da, ja. Olympische Spiele müssen wir dazu sagen, nächstes Jahr. Ja, Olympische Spiele, so das ist natürlich ein Traum von mir, um da nochmal dabei zu sein, vor allem mit einem Pferd wie Fendi und ich glaube, es liegt jetzt daran, um den richtigen Weg dorthin zu finden. Er ist erst 9 Jahre. Wir haben gesagt, wir nehmen jeden Meilenstein so, wie er kommt. Hagen war, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein und dass er das dann so auch dort abspult, das ist, ich bin jetzt nicht streng gläubig, aber es ist schon so ein bisschen Geschenk Gottes, dass er das halt wirklich so halt, ja, so für mich macht. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, es muss, also generell muss nichts, aber es ist auch nicht, dass ich sage, unbedingt Riesenbeck. Natürlich, Riesenbeck ist ein tolles Turnier und auch zu Hause, sage ich jetzt mal, in Deutschland ist bestimmt toll und wenn es passt, dann bin ich da natürlich gerne dabei, wenn die Bundestrainer sagen, sie brauchen uns oder sie möchten uns dabei haben, dann natürlich, aber mein Traum ist natürlich, ja, keine Frage, nächstes Jahr. Stichwort Trainer, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, momentan ist so ein bisschen Chill-Modus, so ein bisschen ausreiten, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Kopf wackeln, hat er auch gemacht. Ja. Wie sieht dein Trainingsalltag sonst aus? Also hier auf dem Gestüt mit deinen Eltern, gibt es da einen oder eine, die da mehr hilft oder reitest du da viel für dich alleine? Ja, erzähl einfach, wer kommt wann, wie, wo holst du dir Rat? Ja, also generell, sag ich mal, wenn ich jetzt so jetzt zwischen den Turnieren bin, dann reite ich schon sehr viel alleine, halt auch viel, sag ich mal, auf die Rennbahn oder halt draußen. Wir haben super viele Wege jetzt, wo man hier reiten kann, auf hartem Boden, auf weichem Boden. Wir haben den Wald direkt vor der Tür, also da gehe ich dann halt schon gerne mit den Pferden hin, einfach um sie bei Laune zu halten und auch ja den Kopf frei zu bekommen, auch für mich selber, aber auch fürs Pferd. Und dann wenn ich jetzt so Richtung Turnier gehe, dann fange ich erstmal selber so ein bisschen an, wieder, sage ich mal, den Gang reinzulegen, dass man so ein bisschen mal langsam ja schon mal am Hufschlag reitet, die Ecken durchreitet, das Pferd halt gerade richtet und so weiter. Aber dann so kurz vor oder versuche ich dann auch noch mal beim Johnny vorbeizufahren. Also wir waren mit dem Fendi schon regelmäßig beim Johnny, dann auch noch mal losfahren, fremde Umgebung, einstallen, trainieren. Da kann man schon besser
ein Turnier simulieren, als wenn man nur zu Hause vor sich herreitet. Und dann halt natürlich auch viel mit meinen Eltern, meine Mutter, die da sehr präzise Tipps geben kann und nochmal sagen kann, hier, das ist wichtig, dies ist wichtig. Ja, da muss ich dann halt um meinen Unterricht so ein bisschen kämpfen. Sie ist natürlich auch voll mit meiner Schwester beschäftigt und mit anderen Leuten hier im Stall, aber meistens hat sie dann noch Zeit, kurz vor wichtigen Turnieren. Und mein Vater, der wirft dann auch manchmal nochmal ein Auge hier oder da drauf, ja. Man muss sagen, momentan läuft es im Hause Rothenberger. Wir sind jetzt kurz nach Mannheim. Semmike hat da voll das Haus gerockt. Ja, doch, Sammy war sehr erfolgreich in Mannheim. Ich war auch mit Matchball, wo ich sage, okay, Matchball ist noch neu für mich. Wir müssen noch zusammenfinden. Und ja, ich war echt froh, dass er eigentlich Matchball halt ein super Gefühl gegeben hat, wo ich echt das Gefühl hatte jetzt an diesem Wochenende, dass wir zwei, drei Dinge nochmal geändert haben. Und man eigentlich seit Hagen nochmal echt eine positive Resonanz vom Pferd bekommen hat, dass er wirklich da noch mehr so, also ihn noch besser versteht. Leider hatten wir dann ja vorm Spezial, dass er leider die Zunge einmal übers Gebiss gepackt hat und dann nicht wieder den Weg zurückgefunden hat. Und dann habe ich auch verzichtet, weil ja eigentlich das Gefühl war so gut die ganze Zeit und es kann immer mal passieren, es war jetzt für mich das allererste Mal, dass mir sowas passiert ist. Ist kein schönes Gefühl, aber wir kämpfen weiter. Wenn wir jetzt uns hier umschauen, dann sehen wir tolle neue Stallungen. Ihr hattet ja diesen verheerenden Brand, musstet danach euch neu aufstellen, habt auch baulich noch einiges dazugepackt und vor allen Dingen, du hast vorhin gesagt, ungefähr 80 Pferde hier. Aber nicht alle unterm Sattel. Das ist nicht nur deine zweite Leidenschaft, die Pferdezucht, Aufzucht, sondern das ist sogar ein finanzielles Standbein, weil du kaufst gerne Fohlen, die du dann später für eine Million und mehr verkaufst. Das ist das Konzept, grob gesagt, richtig? Also ich sag mal so, am liebsten würde ich gerne ein günstiges Fohlen kaufen, aufziehen, teuer verkaufen, noch weiter bei mir im Britt behalten, ausbilden und dann mit dem Einzelgold irgendwo gewinnen. Das wäre natürlich der Traum. Aber Spaß beiseite, es ist halt schon so, dass es natürlich auch viel Geld kostet, die ganzen Fohlen aufzuziehen. Ich jetzt das selbstständig seit ein paar Jahren mache, auch angefangen halt viel mit Thomas Kaspar vom Gestüt Birkhof, mit Beilador, da ging das ja eigentlich los und den haben wir beide dann verkauft, der wurde lange im Stall von Hubertus Schmidt ausgebildet, ist jetzt eigentlich mehr oder weniger fast auf Grand Prix Niveau und das macht natürlich schon Spaß, aber das Ziel ist es schon, langfristig von diesen Fohlen-Einkäufen mal ein Pferd aus der eigenen Aufzucht bis in den großen Sport zu bringen. Ich meine, wir haben viele, kaufen wir, und auch viele richtig, richtig gute, die dann auch mal verkauft werden, weil es muss halt auch immer passen und harmonieren, das Ganze. Den jetzt in Oldenburg, den Bon Esprit, den hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne behalten, aber es ist dann halt auch immer eine Abwägung. So ein Pferd gehört meiner Meinung nach auf eine Deckstation. Wir sind jetzt nicht primär im Deckgeschäft tätig und glaube, da hätte ich einige böse Anrufe bekommen, wenn ich ihn behalten hätte und dann gesagt hätte, nee, der geht jetzt nur Sport und darf jetzt nicht decken. Für die nicht ganz so Zuchtorientierten, also Bon Esprit war nichts anderes als der Oldenburger Siegerhengst und den hast du eben als Fohlen entdeckt, gekauft, aufgezogen und dort ausgestellt. Da war allerdings, und das ist ja auch eine weitere Leidenschaft, die sich ja immer noch in der Wahl deiner Stiefel im Dressurviereck ein bisschen andeutet, das Springreiten, denn du hattest auch einen selbstgezogenen Prämienhengst bei den Springpferden in Oldenburg. Ja, genau. Also der Prämienhengst von den Springhengsten, der war im Besitz von uns als Familie, weil eben die Stute auch schon lange im Familienbesitz ist. Also die Stute, die hat mein Großvater gezüchtet in Holland und dann haben wir zusammen hier zu Hause gesessen und haben gesagt, ja, wir wollen noch einmal ein richtig gutes Springpferd aus ihr haben, weil sie eben schon ein gewisses Alter hatte. Wir wussten, also wir wollen sie nicht mehr lange in der Zucht halten und haben uns dann einmal für Chaco Blue entschieden und dann, dass sowas da rauskam, ist auch was ganz Besonderes und dann noch ein Prämienhengst aus der eigenen Zucht ist schon nochmal was anderes, als wenn man ein Fohlen kauft, weil so ein bisschen das Züchterherz da auch höher schlägt, wenn so ein Hengst da reinkommt und so sich präsentiert. Man muss sagen, hier Züchterherz, auch das Fohlenherz schlägt, glaube ich, höher, wenn es die Bedingungen hier sieht. Und das ist auch kein Zufall, denn hier auf diesem Areal ist Pferdezucht seit weit über 100 Jahren ein Thema. Und große Legenden sind hier schon unterwegs gewesen vor zig Jahren.
Also das Gestüt, das gibt's in der Form eigentlich seit 1901, die sich mit Vollblüter so ein bisschen auskennen. Also Nereide ist für viele ein Begriff, lange den Rekord gehalten im Hamburger Derby, Streckenrekord, also wirklich eine ganz besondere Stute, die auch teilweise in der Warmblutzucht noch hinten in den Urvätern oder Urmüttern vertreten ist. Ticino zum Beispiel ist auch hier geboren worden und ja, so viele, viele Derby-Sieger, ich glaube insgesamt, wenn mich nicht alles täuscht, noch immer Top 10 der Gestüte, obwohl wir schon lange hier nicht mehr Vollblüter züchten, mit den meisten Derby-Siegern. Ich glaube, 13 Derby-Sieger, glaube ich, sind hier geboren und aufgezogen worden. Ja. Du hast es gerade schon so erzählt, du bist umgeben von Pferden tagsüber, aber selbst abends. Ihr Geschwister wohnt ja alle auch hier auf dem Gestüt in eigenen Häusern oder Wohnungen. Ja, du kannst wirklich abends beim Abendessen noch einen Blick auf deine Stuten werfen. Also für mich ist es das Schönste. Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang Springen geritten oder bin eine Zeit lang Springen geritten. Aber ich muss sagen, für mich war eigentlich schon als kleiner Junge, da bin ich schon mit meinem Opa viel rumgefahren auf Körungen oder Fohlen schauen, bin mit meinen Eltern viel auf Turniere unterwegs gewesen. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass man halt, also ich war mit diesem Pferdevirus eigentlich schon immer infiziert. Ich kann mich für Pferde generell sehr begeistern. Natürlich das Schönste, wenn man selber im Sattel sitzt und so ein Pferd wie Fendi reiten darf, aber halt auch einfach mal ja, zwischen jungen Pferden stehen oder sich Pferde anschauen, die Entwicklung von Pferden zu nehmen, aber auch ich kann mich auch führen, obwohl ich nichts mit Vielseitigkeit jetzt zu tun habe, wenn ich so, ich denke zurück an Rio, als ich den Sam da mit Michi Jung gesehen habe, wie er da in seinem Alter da durchgesprungen ist und mit welcher Leichtigkeit, ja, da kriegt man Gänsehaut und ja, bei manchen besonderen Pferden, das catcht einen irgendwie einfach. Ich war jetzt auch in Mannheim, da war Showtime zum Training und dieses Pferd kommt halt in die Stallgasse. Ja, dafür kann ich mich halt begeistern, für tolle Pferde, ob das jetzt Dressurpferde, Springpferde, Fahrpferde, Vielseitigkeitspferde, einfach tolle Pferde, finde ich, das macht einem mit einem irgendwie was und das ist halt das Schönste für mich überhaupt. Und wenn man dann noch die eigenen dann so sieht auf der Wiese und dann den einen oder anderen, wo man den man hoch im Kurs hat und dann mal guckt, wie die so in der Ruhe antraben oder so, dann finde ich es einfach schön, ja. Und dafür, dass unsere Nachbarn die besseren Pferdezüchter sind oder die erfolgreichere Nation, dafür sorgst du, denn du hast ja noch einen Job. Du bist gefragt worden vom KWPN, vom Königlichen Warmblutpferd der Niederlande. Du kannst das natürlich auch akzentfrei auf Niederländisch aussprechen, das spare ich mir lieber. Du bist Körkommissar. Als die an dich herangetreten sind. Ich meine, das ist die führende oder eine der führenden Dressurnationen. Ich weiß gar nicht, ganz, also ich im Pferdebereich aktuell die Nummer 1, ja, glaube ich, bei der WBF, der World Breeding Federation for Sport Horses. Fandst du das eigentlich nur konsequent, dass sie endlich auch mal fragen? Oder ja, wie war deine Reaktion? Also ich war da ja als Aspirant, also hatten die mich gefragt. Für mich war es in erster Linie eine sehr, sehr große Ehre, dass man da mal auch mit so Fachleuten wie Bert Rütten, Johann Hamminger und Wouter Plaisier, der halt so sitzen darf, auch mit Flor Dröge, der Zuchtleiterin, und einfach mal ja auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen und ja einfach mal ja die Punkte, worauf die so achten, dabei zu sein und dann auch selber vielleicht so ein bisschen seinen Senf dazuzugeben, das ist halt einfach schon eine schöne Sache. Und wie ich zuvor auch schon gesagt hatte, ich kann mich für Pferde begeistern und es ist genau das Gleiche, wie man da auf einmal an einem Tag 100 sieht oder so beim Freilaufen, dann kommt einer rein und der catcht einen vom Anfang an, das ist halt einfach schon schön, ja. Gab es da eine Reaktion von den, ich sag, den reitenden Kollegen hier oder verfolgen die Zuchtgeschichte? Du bist ja sicherlich, sage ich mal, wobei andere, also natürlich ist eine Dorothee Schneider an der Pferdezucht zu Hause, Isabel Wehrt selber auch und so weiter, aber gab es da irgendwie Bemerkungen? Wird das wahrgenommen oder wird das irgendwie getrennt, so nach dem Motto, naja, in seiner Freizeit ist der halt züchterisch noch ein bisschen weiter unterwegs als wir? Also ich habe jetzt mit wenig Leuten explizit darüber gesprochen, weil ich glaube in Holland schon mehr von den Leuten, die dort letztendlich Pferde ausgestellt haben und dort, also es sind ja relativ wenige deutsche Kollegen, die dort in Holland dann ihre Pferde zur Körung vorstellen, aber ein paar holländische Kollegen waren da schon, die ihre Pferde da dann bei der Vorauswahl und bei der Hauptkörung hatten, also ja, aber so viel darüber unterhalten mit anderen habe ich mich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ja. Hast du den Eindruck, dass da andere Prioritäten gesetzt wird? Ich glaube, dass der Grand Prix-Sport als Endziel eines Dressurpferdes vielleicht in einer Zuchtzulassung bei den Niederländern noch eine etwas größere Rolle vielleicht spielt als in Deutschland?
Ja, also ich glaube definitiv, dass da halt ein anderer Fokus liegt. Also wenn man ja auch im Zuchtziel jetzt bei den Hannoveranern zum Beispiel liest, also ich habe jetzt den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist eben auch ein Pferd für die breite Masse. Und bei der KWPN geht es halt wirklich um Grand Prix-Pferde und da wird halt schon geguckt im Papier, wie viele Grand Prix-Pferde sind letztendlich im direkten Pedigree da vertreten und das wird dann auch eben höher bewertet, wenn da halt mehr Grand Prix-Pferde sind, obwohl man das Produkt an sich letztendlich, also das Pferd an sich noch gar nicht gesehen hat. Und ich finde, es ist auch sehr nah am Sport. Also zum Beispiel ein Beispiel, das kann ich ja sicherlich auch sagen, also in Deutschland ist es ja so, wenn ein Pferd den Schweif schief trägt, ist es ein Ausschlusskriterium für eine Körung. Ich war relativ erstaunt, da war ein Pferd an der Vorauswahl, das trug den Schweif schief und dann war aber ein sehr, sehr gutes Pferd. Und da habe ich gesagt, ja, der ist ja jetzt wohl nicht weiter. Aber haben gesagt, nee, der kann weiterkommen, weil, da haben sie gefragt, der Sohn, hattest du schon mal ein Pferd, der den Schweif schief getragen hat? Also der darf natürlich nicht ataktisch sein, kein Schivering haben, keine Frage. Aber hattest du schon mal einen, der sich irgendwie schwieriger nach links oder rechts gebogen hat oder irgendwelche Blockaden hatte, nur weil der Schweif schief war? Und da muss ich ehrlich sagen, ich hatte schon Pferde, die eine schiefe Schweifhaltung hatten. Sieht natürlich als Außenstehender, wenn man ein Pferd auf dem Pflaster sieht, nicht so schön aus. Aber Beeinträchtigung in der Entwicklung Richtung Grand Prix-Pferd würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also ich habe selber, war ich mal beim Züchter, da lag ein Fohlen auf dem Boden und die Mutter machte so einen Tritt zur Seite und das Fohlen wollte dann gerade aufstehen. Und danach hielt es den Schweif ein bisschen schief. Kann natürlich auch sein, dass da irgendwas passiert ist. Und trotzdem hat es dann später dadurch keine Negativfolgen dadurch. Also das fand ich sehr interessant zum Beispiel. Das ist jetzt ein Punkt von vielen. Ja. Man merkt schon 24/7 Pferd. Wir versuchen uns mal in eine vollkommen verrückte Situation zu versetzen. Sönke Rotenberger wäre kein Reiter geworden. Was wärst du dann geworden? Erstmal sportlich und über das Berufliche sprechen wir dann. Sportlich, wenn ich kein Reiter geworden wäre. Ich kann mir ehrlich gesagt, kann ich es mir nicht vorstellen. Für mich ist es das Schönste, morgens aufzustehen, um meine Pferde zu reiten, mit denen zu trainieren und zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir das noch sehr, sehr lange machen können. Und ich wünsche das auch, wenn ich mal Kinder habe, dass sie genauso viel Spaß an den Pferden haben werden wie ich. Müssen es natürlich nicht, aber das wünsche ich denen einfach, weil das ist halt schon, glaube ich, das schönste Gefühl. Und jeder, der mal so ein Erlebnis mit seinem Pferd gehabt hat, ist es, glaube ich, das schönste Gefühl, wenn man seinem Pferd was beibringt und das Pferd versteht es und macht es gerne. Von daher sportlich. Für mich wäre es zum Beispiel, ist es extrem langweilig, wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich mit anderen Leuten einen Ball hinterherrenne die ganze Zeit. Ich kann aber verstehen, dass manche Leute da auch Emotionen für entwickeln und es spannend finden. Für mich ist halt eben das Schönste, mit meinem Pferd zu arbeiten. Ja. Beruflich, du hast eine Firma gegründet, Rotenberger, Puh, Venture, wie, ja. Das weißt du besser. Das ist wirklich Pferde. Aufzucht und Vermarktung als Geschäftsziel. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, also es fing eigentlich damit an, dass natürlich mein Traum ist halt langfristig, bin noch relativ jung im Verhältnis zu meinen anderen Kollegen, die jetzt da auch im Sport mitmischen. Und ich hatte halt die Idee, dass man halt langfristig irgendwie ein Konzept entwickeln muss, dass man immer gute Pferde nach hat. Und durch die dänische Kraft, sage ich jetzt mal, früher war das ja so, wenn man ja gesagt hat als Sportler, man möchte auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder relativ viel Geld, sage ich mal, in die Hand nehmen, man möchte jetzt auf eine Körung fahren, dann sucht man sich wahrscheinlich nicht den Siegerhengst aus, der wird für ganz viel Geld auf irgendeine Station, aber den Zweitbesten zum Beispiel oder den Drittbesten, den konnte man sich früher dann kaufen und dann sagen, okay, der wird kastriert, der wird jetzt in Ruhe ausgebildet und dann hatte man eine gute Chance, ein sehr gutes Reitpferd dann später zu haben. Also ich denke jetzt nur als ein Beispiel, der Herr Stahlik hatte damals so den Weiden gekauft auf der Körung und das sind ja auch genügend andere Beispiele. Ich glaube, Dr. Schulten-Baumer ist viel auf Körung früher gefahren, hat die dann gekauft und dann nach Hause genommen. Satchmo war ein abgekörter Hengst, genau. In Pferden. Und heutzutage muss ich sagen, da habe ich mir das ein paar Jahre angeschaut, eben halt auch die zweite oder dritte Wahl, die vielleicht jetzt nicht mehr, wo man denkt, die sind nicht interessant für eine Deckstation, die kann man fast gar nicht mehr, also ich hoffe, dass es mal wieder besser wird, aber es ist schon sehr viel Risiko auf einer Karte, dann muss man ehrlich so sagen. Und so kam dann die Idee, dass man halt mit Fohlen, also eine Gruppe an Fohlen kauft,
Dann sind natürlich, also man versucht natürlich gut zu selektieren, aber dann sollten da schon zwei, drei sehr, sehr gute dabei sein, wo man dann vielleicht sagt, den einen, den behält man und mit den anderen zwei, drei, die versucht man oder versucht man ein gutes Zuhause für zu finden. Das sind auch immer noch sehr, sehr gute Pferde. Es sollte halt nicht so oft so sein, dass man den Besten verkaufen muss, so wie bei Bon Esprit jetzt, aber dass man so, ja, so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft, also dass man aus der eigenen Jugend dann auch ein paar Spieler hat, die dann später Champions League mitspielen und dann trotzdem verlassen einen dann noch aus der eigenen Jugend in gute Stelle. Und das ist natürlich das Schönste, wenn die Leute dann auch so wie mit Beilador jetzt genauso viel Erfolg oder noch mehr Erfolg dann haben. Weil meistens oder zum Glück muss ich sagen, es sind viele Leute, die jetzt auch schon öfters bei mir Pferde gekauft haben, junge Pferde. Ich hatte davor ein bisschen Angst, wenn man zu viele Pferde hat, dass man wirklich, also mir ist schon ans Herz gelegen, dass jedes Pferd halt schon ein gutes Zuhause findet, am besten ein Zuhause, wo es halt alt werden kann und dass auch die Ansprüche des Käufers auch mit dem Pferd übereinstimmen, weil dann glaube ich, hat das Pferd ein gutes Leben und dann ist der Käufer auch glücklich, wenn die bei uns ein Pferd kaufen, wo die sehr hohe Erwartungen haben und das Pferd die Erwartungen nicht entspricht, dann wird vielleicht das Pferd überfordert oder im Umkehrschluss, wenn ich ein sehr hochmotorisiertes Pferd habe und jemand habe, der aber nicht mit einem Formel-1-Wagen zurechtkommt, dann sind beide auch unglücklich. Also das ist mir schon sehr wichtig und ich muss sagen, da bin ich sehr froh. Ich habe sehr gute Leute, mit denen man freundschaftlich zusammenarbeitet, die wirklich auch immer ja, die passenden Leute für das passende Pferd finden und ich habe zu fast allen, wo meine Pferde jetzt gelandet sind, noch Kontakt und bekomme immer mal einen Screenshot, dass die hier eine Reitpferde, da eine Dressurpferde gewonnen haben, hier eine S gewonnen haben und das finde ich dann schon toll, ja. Du bist ja nicht ganz allein hier auf dieser Anlage. Deine Eltern haben wir erwähnt und auch deine Schwestern schon mal so ein bisschen. Deine Schwester, deine jüngere Schwester, Semmike, die ist jetzt ja gerade wieder voll eingestiegen in den Piaf-Förderpreis. Unwahrscheinlich erfolgreich mit einem riesen Abstand, vor allen Dingen in allen Prüfungen, die sie jetzt geritten ist in dieser Saison. Die Frage ist, und vor allen Dingen, Semmi hat ja für sich Instagram entdeckt. Also die ist ja eine Influencerin mit, das weißt du, wie viel? Ich 100.000. Die 100 jetzt geknackt oder so. Ja, 100.000 Follower und sie jeden Tag postet sie. Sie lässt die Leute wirklich teilhaben an ihrem Leben und hat ja auch das Training von gerade von Pony-Talenten primär. Momentan sind es, korrigiere mich, glaube ich, mehr Ponys als Großpferdereiterinnen, die sie da coacht und managt vor allen Dingen auch. Ja, Mensch, sie hat einen Ausgleichssport, hat sie auch angefangen. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Thema für dich so. Vielleicht besser als Ballspiele. Keine Begeisterung. Könntest du dir vorstellen, auch so öffentlich zu sein oder das so deine Welt so zu teilen, wie das Semmi macht? Auf Instagram jetzt. Ja. Es ist, muss ich ehrlich sagen, es ist unheimlich viel Arbeit. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit, jetzt alles zu teilen, wie wenn es Leute interessiert. Mich wundert es manchmal, dass es die Leute dann interessiert, aber es ist halt unheimlich zeitintensiv. Und bevor ich mich dann, also ich mache es ja ab und zu, also ich habe auch Instagram, ich habe ein paar 50.000 oder so, aber ich bin dann lieber, sage ich jetzt mal, auf den Wiesen und schätze, wer der nächste Champion wird und verbringe da dann Zeit oder bin mit meinem Pferd am Schrittreiten oder irgendwie was am Machen, als dass ich den nächsten Post vorbereite. Und Semmike, die ist da wirklich, das ist sehr viel Arbeit und sie macht sich die Arbeit und hat da auch Spaß dran. Es ist jetzt nicht so, ich sehe mich selber jetzt noch nicht, also wenn irgendjemand das übernehmen wollen würde und dann das machen würde für mich, dann sehr gerne, aber ja. Wie ist denn das als Geschwister untereinander? Helft ihr euch auch reiterlich? Ja gut, wir verbringen sehr viel Zeit zusammen in der Reithalle. Wir haben das Glück, dass wir jetzt zwei Reithallen haben und wenn die eine mal sehr voll ist, dann geht man sich so ein bisschen aus dem Weg auch mal. Aber ja, natürlich, jeder gibt seinen Senf dazu, gewollt oder nicht gewollt. Aber das Schöne ist halt, von der Familie aus bekommt man immer eine ehrliche Resonanz. Manchmal noch härter und noch negativer als ein Außenstehender. Im Zweifel eher noch härter und negativer als ein Außenstehender. Ja, ich habe das immer früher gesagt, als ich springen geritten bin, wo meine Eltern mir nicht so helfen konnten,
war es schon sehr schwierig für mich. Also ich bin jemand, ich möchte nicht Süßholz geraspelt bekommen. Ich möchte halt wirklich ehrlich wissen, wie es war. Und ich kann dann auch damit leben, wenn man mal besser abgeschnitten hat, als wie es war, oder dass man mal schlechtere Punkte bekommen hat, aber man nach Hause fährt und hat ein richtig gutes Gefühl. Aber einfach diese ehrliche Resonanz. Und im Springen hatte man oft, wenn fremde Trainer da waren, ja, versuchen die eigentlich zu verletzen und sagen dann, dass es besser war, als dass es letztendlich wirklich war, oder versuchen die einen nach dem Mund zu reden, weil sie einen gefallen wollen, oder machen die alles schlecht, weil sie einen einfach persönlich nicht mögen oder sonst was. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Facetten, und das schätze ich sehr an unserer Familie, dass wir wirklich immer halt wirklich ehrlich eine Reaktion bekommen. Mein erster Gedanke bei. Erster Gedanke bei. Fangen wir doch mal an mit Hamburger Springderby. Finde ich Wahnsinn. Ich sehe mich da selber nicht im Hamburger Springderby, aber es wäre sicherlich etwas, was mich auch mal reizen würde, aber ich glaube nicht in diesem Leben. Aber finde ich ein wahnsinnig toller Sport, und auch mit der Historie, die dahinter steht. Und ja, finde ich schon beeindruckend, ja. Eine historische Persönlichkeit, wer wärst du gerne? Ganz schwierig. Ich bin eigentlich froh mit der Person, die ich bin, und versuche immer dem gerecht zu werden, dass ich froh sein kann über die Person, die ich bin. Also ich würde generell mit niemandem tauschen wollen, weil ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat seine eigenen Problemchen. Und ja, würde ich ehrlich gesagt, ich bin froh in dieser Zeit und mit den Pferden und mit der Familie, die ich jetzt gerade um mich herum habe, dass ich gerne hier bleiben würde und nicht in die Vergangenheit mit irgendjemandem tauschen möchte. Die nächste Generation. Ich meine jetzt nicht die Klimakleber, sondern du hast schon gesagt, wenn du vielleicht später mal Kinder hast, du bist ja gerade Onkel geworden vor nicht allzu langer Zeit. So ein Familienvater, Sönke Rotenberger, das ist schon auch irgendwann mal ein Thema. Ja, sicherlich, das ist auch ein Thema, wäre natürlich das Schönste überhaupt, wenn man mal Kinder hat, mit denen man das teilen kann, diese Passion und ja, dieses Leben, wofür man sich dann entscheidet letztendlich. Aber die Kinder müssen es zu 100% selber auch wollen. Und man kann, denke ich, dann als Eltern halt nur versuchen, es so reell und schön wie möglich, so gut wie möglich rüberzubringen, dass sie es auch schätzen und wissen, was es bedeutet, wenn man von einem Tier halt dieses Feedback bekommt. Freizeit. Für mich ist Freizeit, wenn ich mit den Pferden oder von Pferden umgeben bin. Das heißt jetzt nicht, dass ich es als Freizeit ansehe, jetzt jedes Wochenende aufs Turnier zu fahren, aber einfach morgens aufzustehen und mit den Pferden zusammen zu sein und zu arbeiten und zu machen. Das ist für mich eigentlich Freizeit. Es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, wenn ich rumfahre, Pferde anschauen oder mit meinen Pferden trainiere, dann fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Das würde ich unter Freizeit verstehen, ja. Urlaub? Auf jeden Fall. Also Urlaub ist es natürlich schön, auch mal 3, 4 Tage, sag ich mal, auch wegzukommen. Aber die Sehnsucht nach den Pferden und einfach das Gefühl, dass die Pferde brauchen ja auch einen. Also dass man, also das ist auch, dann will man schon auch schnell wieder nach Hause und sich um die Pferde kümmern. Aber keine Frage, es ist auch mal schön, einfach abzuschalten und mit der Familie wegzufahren. Am liebsten nach Italien, wenn wirklich das Wetter gut ist. Ich mag gerne Pizza, Pasta. Italienisches Essen. Bist du dann auch so ein Museumsgänger? Eher weniger. Also ich bin schon jemand, der sich schon ja für Geschichte interessiert, aber weniger jetzt für Kunst, oder sondern ja, ich interessiere mich dann schon manchmal, wie so gewisse Ereignisse oder Schlüsselmomente entstanden sind, wie sich das da dahin entwickelt hat. Also wenn man jetzt den Ukraine-Konflikt jetzt nimmt, für mich ist es auch ein Rätsel, ehrlich gesagt, in der heutigen Zeit, wie so etwas so schnell, also gefühlt für mich, so schnell, so dramatisch eskalieren konnte. Und dann, wenn man das dann vielleicht in 10, 20 Jahren sich das Ganze nochmal anschaut, wo hat es dann angefangen, dann finde ich es schon sehr interessant und versuche dann halt meine Schlüsse daraus zu ziehen, dass manchmal oder erfahrungsgemäß so ein kleiner Moment halt schon einen riesen Einfluss auf größere Momente später haben kann.
klingt nach Netflix-Doku-Fan. Ja, genau, ja, ich schaue mir gerne Dokus an, aber auch sehr gerne so Tier-Dokus und sowas. Also Svenja, meine Freundin, die dreht dann immer durch, aber ich kann also generell immer jede Tier-Doku, also nicht 25 Mal anschauen, also finde ich sehr spannend. Also früher auch schon als Kind, aber gucke ich immer noch. Das beruhigt mich irgendwie, wenn ich dann halt so Videoaufnahmen von Tieren aus verschiedenen, also Netflix oder Disney Plus, wo es dann halt diese ganzen National Geographic Dokus gibt, das finde ich schon spannend, ja. Hühner. Ja, also ich habe mal sehr oder aktiv Hühner gezüchtet. Ja, generell die Zucht, also die Pferdezucht interessiert mich natürlich. Bei Hühnern geht das alles etwas schneller. Also bei Pferden hat man ja im Zweifel, weiß man erst nach frühestens 8, eigentlich eher nach 10, 11 Jahren, ob man den richtigen Riecher hatte, weil dann eben erst das Pferd halt Grand Prix läuft. Bei Hühnern weiß man das in einem Zeithorizont von 10, 12 Monaten. Da geht das natürlich viel schneller. Man kann viel schneller seine Zucht selber kritisch hinterfragen und bewerten. Leider hatten wir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, war es jetzt auch schon, also ich hatte eine Zeit lang Hühner aktiv gezüchtet, dann wieder nicht. Und dann hatte ich wieder nochmal gesagt, so nebenbei, okay, ich hole mir nochmal ein paar Hühner. Aber dann hat der Fuchs leider, eine Nacht war Strom aus, außenrum, weil wir haben hier viele Füchse. Und dann hat er in einer Nacht alle Hühner geholt. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt erstmal nicht mehr. Paris. Paris ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen verbindet man mit Paris natürlich die Olympischen Sommerspiele. Sprichst du Französisch? Nein, also ich hatte Französisch mal 2 Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr wenig davon behalten und ich spreche kein Französisch. Ich finde es eine sehr schöne Sprache, aber mit Sprachen, also ich spreche Niederländisch, Deutsch und Englisch und ja, das war's. Du hättest ja auch einen Olympia-erfahrenen Groom an deiner Seite. Ja, genau. Also mit Robby, der ist schon auf einigen Olympischen Spielen gewesen. Fendi wird also schon lange eigentlich von Heini betreut. So, also ich war jetzt als Zuschauer in Athen dabei, als mein Vater dort geritten ist. Da kann ich mich schon noch dran erinnern und dann natürlich an Rio. Und wenn man auch mit vielen anderen spricht, die auf schon sehr, sehr vielen Olympischen Spielen waren, ich glaube, dass man so viel Erfahrung haben kann, wie nur möglich, aber es ist dennoch immer wieder was Besonderes, Olympische Spiele miterleben zu dürfen. Könntest du denn auch die niederländische Nationalhymne mitsummen für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass die auf dem Treppchen ganz oben steht? Das war jetzt ketzerisch von mir, dieser Nebensatz, aber Ich könnte sie wahrscheinlich mitsummen, ja. Aber also ich fühle mich selber als halber Niederländer sportlich gesehen. Natürlich schlägt mein Herz zu 100% für Deutschland. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es halt in Deutschland ein Umbruchsjahr ist. Aber ich glaube eben schon, dass es nur ein Umbruchsjahr ist. Und wenn ich sehe halt auch bei vielen anderen Leuten, was für Pferde nachkommen. Und man schaut ja immer so mal auf dem Turnierplätzen, so beim Abreiten oder wenn der ein oder andere mal ein Trainingspferd mit dabei hat, glaube ich schon, dass Deutschland generell vielleicht schon nächstes Jahr, aber vor allem auch danach, glaube ich schon sehr, sehr, sehr viele ganz, ganz tolle, besondere Pferde nach hat, ja. Ein perfekter Schlusssatz. Vielen Dank. Das war St. Georg der Pferde-Podcast, diesmal mit Sönke Rotenberger hier auf dem Gestüt Erlenhof, kurz vor Frankfurt in Bad Homburg, eingerahmt von wunderbaren grünen, jetzt sattgrünen Wäldern. Schauen wir noch ein bisschen gleich nach den Jährlingen. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Sönke. Und für euch gilt es, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, dann bitte teilen, immer wieder reingucken, stgeorg.de Podcast, da sind immer die aktuellen Podcasts. Und natürlich gibt es diesen Podcast überall dort, wo Sie die Podcast der Wahl finden. Am besten abonnieren, dann verpasst man keinen. Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.